Irgendwas ist hier gerade passiert. Eben nochmal aufs Handy gucken. So, frisch aufgetankt. Dann sage ich jetzt endlich mal guten Tag um meine Eierköppe. Skorpedes ist heute mal wieder unterwegs in freier Wildbahn. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesagt. Und zwar habe ich gestern gelesen, dass hier in Moers eine Querdenker-Demo Autokorso stattfinden soll. Ja gut, was jetzt genau Querdenker sind, irgendwie gibt es da so viele unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, dass die einfach gegen alles sind. Aber genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Die einen sagen, das sind Verschwörungstheoretiker oder keine Ahnung, deswegen bin ich auch nicht da, sondern hier findet bei uns so wenig allgemein statt. Und wenn es mal irgendwann mal was gibt und ich die Chance habe, dann schaue ich mir das Spektakel doch mal an. Weil meistens ist in den Medien oder in den öffentlichen Medien ja immer nur ein Teil einer Wahrheit dabei. Und also ich fahre da, um mal eins klarzustellen, ich fahre da nicht hin, weil ich ein Querdenker bin, aber ich habe auch meine Meinung darüber. Aber die ist nicht so wie viele Idioten das haben. Ich denke mal, wir alle sind uns einig darüber, dass die ganzen oder die meisten Maßnahmen, die gerade stattfinden, unsere Wirtschaft kaputt macht und ich glaube auch unnötig kaputt macht. Ja, nicht nur, ich glaube, das ist einfach so. Corona leugnen will ich nicht, kann ich nicht und werde ich auch nicht, denn auch bei ich habe Verluste. Ja, ich was heißt persönlich, aber ich kenne auf jeden Fall welche, die daran auch gestorben sind. Ob man jetzt einfach sagt, ja, das ist nur wie eine Grippe. Ja, kann natürlich sein, aber die zusätzliche Grippenform war vorher so in der Art und Weise nicht da und das ist nun mal Fakt. Ich habe auch eigentlich nie immer große Lust, über dieses scheiß Thema zu sprechen, aber irgendwie ist das ja alles so aktuell momentan und das wird wohl auch noch länger so bleiben und man kann nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Das ist einfach so, auch wenn ich das gerne mache, Dinge mal gerne ins Lächerliche ziehen. Auf jeden Fall. Fakt ist, ich wollte mir das Spektakel mal anschauen. Also, es soll ja so eine Art Autokorso geben. Ich weiß nicht, was das bringen soll, bin ich ganz ehrlich. Jetzt mit, es wurden irgendwie 100 Autos irgendwo angemeldet für diese Autokorso. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da würde man eher die Greta-Anhänger mit hellhörig machen, statt Corona-Gegner. Aber, ja. Naja, aber irgendwie tun die was. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Und dafür bin ich auch nicht so tief in der Materie drin, um zu sagen, damit kenne ich mich jetzt aus. Also zumindest das, was dieses Querdenker-Zeugs angeht. Ich wollte eigentlich grundsätzlich schauen, was da so abgeht und ob die Leute friedlich sind oder was hier passiert. Polizeieinsätze, man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht wie bei GTA 5 Sterne Hubschrauber kommen oder was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung. Sowieso schönes Wetter, ich wäre sowieso gefahren. Hat sich jetzt ja, bietet sich jetzt an, so. Aber ich bin mal gespannt, was passiert. Wir haben jetzt, ja, 10 vor. Warum 10 vor 2? Wir haben doch 10 vor 1. Ja, irgendwie habe ich die Uhr gerade wieder falsch eingestellt. Was ist das denn? Chevrolet oder irgendwie sowas? Aber ziemlich geil. Hat einen ziemlich fetten Sound. Das Gute ist, der ist lauter als meine Maschine, also bin ich hinter dem schon mal safe. Ah, richtig schönes Wetter. Vor einer Woche wollte ich noch mit dem Schlitten fahren und jetzt sitze ich hier in Jeanshose und Sommerjacke. Na gut, ich fahre immer in Sommerjacke. Aber dass innerhalb einer Woche so ein Kontrast ist, das ist schon heftig. Ah, ich bin mal gespannt, was hier so gleich abgeht. Ob überhaupt irgendwas abgeht oder ob das überhaupt stattfindet oder. Keine Ahnung, ich meine, ich will da jetzt auch nicht aktiv dran teilnehmen und die ganze Strecke mitfahren. Und dafür habe ich zu wenig Überzeugung der Querdenker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wo das ist. Ein bisschen kenne ich mich aus hier in Moers, so ist das nicht. Wahrscheinlich habe ich, ja, was heißt fahren? Ich weiß, wo ich hier jetzt gerade bin. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss, um da hinzukommen, wo ich hin will. Auf diesen, ist das ein Schwimmbad? Soli, irgendwie was, Parkplatz-Dingsbums. Und ich habe zwar zu Hause auf Google Maps mal eben schnell geguckt und so ungefähr hat meine Frau mir erklärt, wie ich da hinkomme. Ja, sobald der Helm drauf ist, ist alles weg.
Ist einfach so, aber ich glaube, ich werde jetzt mal eben kurz drehen. Ja, ich werde auf jeden Fall bald mal auch die Bremspeläge wechseln. Mir geht das Gequietsche so dermaßen auf die Eier. Also ich frage mal euch, die Leute, die mir zuschauen und sich für dieses Thema interessieren, wie seht ihr die ganze Sache, die aktuell wie sie vonstatten geht mit den ganzen Corona-Maßnahmen und das alles? Oder sagt ihr, Corona gibt es zum Beispiel überhaupt gar nicht für euch oder so und ist alles nur Quatsch? Oder sagt ihr auch, Corona, na klar, braucht man nicht drüber sprechen, aber halt die Maßnahmen, total Schwachsinn. Ja, mein Gott, finde ich das hier nicht oder was? Das muss doch hier irgendwo sein. Bitte, liebe Demo-Veranstalter, macht mal ein paar Schilder. Ey, der ist ja geil. Schöner alter Trabi. Ja, ich hätte gedacht, dass ich das sofort finden würde. Und jetzt stehe ich hier. Scheiße. Ach, verdammte Kacke, ey. Ja, Mann, ich muss echt gucken eben. Ich weiß nämlich nicht, ob der dann Dings und meine Aufnahme unterbricht. Ja, das sind auch nur 400 Meter. Wo bin ich denn hier? Okay, das heißt, ich müsste hier weiter geradeaus. Jo, sag ich doch. Direkt Polizeieinsatz hier. Was ist das denn hier, ey? Was ist denn hier los? Sag, wie ich gedacht habe. Großes Polizeiaufgebot. Was ist das für ein Kram hier, ey? Ich hätte mir das mit mehr vorgestellt hier. So, ich muss mal eben das Navi-Ding gleich ausmachen. Ah, oh, schöner Fokus. Also Leute, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Na gut, ich weiß natürlich auch nur das, was in den Medien kommt. Die sehen doch hier alle friedlich aus. Ob das große Polizeiaufgebot nicht mal ein bisschen übertrieben ist hier, gerade in unserer kleinen Stadt Mercia. Also keine Ahnung, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Die sehen jetzt auch nicht alle so aus wie Krawallmacher oder sonst wie was. Ich habe auch schon gelesen, solche Querdenker wären Rechtsradikale und was weiß ich nicht alles. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dafür glaube ich auch kein Stück. Man sieht ja hier Meinung muss frei bleiben und ja, Panikmache lese ich da hinten. Überall die Deutschland fahren. Also irgendwie erinnert mich das so ein bisschen nach so einem WM- oder EM-Spiel. Mahlzeit. Kann man ja einfach mitfahren. Ich habe da zufällig entdeckt hier. Nee, ich stand in der Zeitung. Na gut, Zeitung ist jetzt nicht so mein. Ja, stand drin. Ich habe es heute Morgen bei Google gelesen. Ja. Und dann bin ich jetzt hier mal vorbeigefahren. Was die da Polizeiaufgebot haben. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Ja, die können ja nicht ewig hier alles zumachen. Das geht ja nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Da gibt es ja die mühsten Theorien über Querdenker. Deswegen dachte ich mir, komm, fährst selber mal hingucken. Ja, aber ja. Ich bin nur dafür, dass die einfach mal alles wieder langsam aufmachen. Ja, richtig. Die ganze Scheiße hier weiter. Alles im Arsch gehen lassen. Ja, ist richtig. Ja, ist ein R8. Ja, der ist bestimmt wegen den teuren Benzinpreisen hier. Ja, ist extrem teuer geworden jetzt, ne? Ja gut, die sind jetzt so teuer wie vor einem Jahr wieder, ne? Ja, ich weiß, aber wir waren ja verwöhnt. Ja, das stimmt. Ja gut, so eine Deutschlandflagge habe ich auch noch zu Hause vom Fuß. Ja, erinnert so ein bisschen, ne? So wie nach der WM oder EM. Ja. Ja, im Grunde genommen ist ja nicht verkehrt, dass man mal langsam hochkommt, ne? Immer, die haben in Holland haben sie ja da richtig Palaver gemacht. Ja, ja, da war aber ein bisschen zu viel des Guten, fand ich. Alles randaliert und demoliert und so. Ja, richtig. Aber hier, ich meine, wenn sich da keiner wehrt, machen die doch weiter, wie sie wollen. Das stimmt auch wieder, ja. Ne? Das ist ja immer, die Deutschen sind da nicht so. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier in Moers zu unserem ersten Autokorso für unsere Grundrechte und für das Grundgesetz. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir haben tolles Wetter, wir haben eine sehr entspannte Polizei, die uns begleiten wird und die auch auf unserer Seite steht in dem Fall. Im geschlossenen Fahrzeug darf nur von der Maskenpflicht abgesehen werden, wenn die Insassen aus einem Haushalt kommen. Das ist schon alles hatten eine Zeit, ja die wir für Auflagen haben. Ja. Während der Versammlung sind Ordnerinnen im Verhältnis ein Ordner auf 15 Fahrzeuge. Das müssen die wahrscheinlich jetzt auch vorlesen, weil ja da die Eierköpfe dahin alle stehen. Ja. Schildern, grüner Punkt und Ordner. Na gut, die machen auch nur ihren Job, ne? Roter Punkt und Orga-Team. Ist so.
Polizist möchte ich momentan auch nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Die kriegen die Scheiße aufgebrummt und müssen da durchziehen. Die stehen wahrscheinlich, würden gerne selber hier stehen. Ich mache noch eine TÜV-Kontrolle hier schnell. Was machen die? TÜV-Kontrolle für alle Autos. Durch das Mitführen von Hilfsmitteln, zum Beispiel Fahrenplakate oder Lautsprecher, darf es jeder zu einer Gefährdung und Anlage an. Ich spreche mich jetzt noch mit der Polizei und dem Ordnungsamt ab. Danach starten wir kolonnenweise. Ich sag gleich nochmal was zu, weil ich habe jetzt noch ganz kurz ein Abonnententreffen. Aber ich lasse die Kamera mal laufen. Aha! Der seinen Helm auf beim Fahrradfahren, hi! Und du guckst fleißig die Videos? Ja! Ja, krass! Ja, sieht cool aus, der Helm! Ja, macht schon was aus, ne? Kannst dich ja mal draufsetzen, wenn du willst. Das gefällt dir, wa? Hä? Ja. Wie das geht, weißt du, ne? So, ich muss weiter. Aber nett, dich zu treffen. Dann sehen wir uns ja bald wieder, denke ich. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Scheiße, Mann. Der hat sich aufgehangen. Nicht dein Ernst. Ja, jetzt gab es die ganze Zeit wahrscheinlich kein Bild. Also, ich weiß nicht, wie viel Bildmaterial es da ist, aber ich fange jetzt zumindest mit dem, oder warte mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel Bild jetzt vorhanden war, ich weiß nicht, ob der da drauf hat, ich habe gerade noch zufällig, mehr oder weniger zufällig, einen Abonnenten getroffen, den kleinen Moritz, ist gerade dabei, seine Mofa Prüfbescheinigung zu machen, und ja, hat sich jetzt so ergeben. Sehr cooler Junge auf jeden Fall. Ja, jetzt mal ein paar abschließende Worte zu dieser, wie nenne ich das jetzt, Querdenker-Demo. Ja, heißt ja Querdenker-Demo. Was mir negativ aufgefallen ist, ist der Mann da an dem Mikrofon, also der hat alles freundlich gesagt und der hat auch nicht, also mit seiner Tonart nicht gehetzt oder so. Da war alles super, muss man ganz ehrlich sagen. Also sehr fachlich gesprochen sozusagen, ne? Sehr neutral. Hat auf Paragraphen hingewiesen, weil es ja auch eine offizielle angemeldete Demo ist, was man alles darf und was man nicht darf. Und die Hälfte habe ich auch schon wieder vergessen. Was er aber gesagt hat, dass wenn man draußen, wie sie da auf diesem ganzen Parkplatz, sollen sich doch alle bitte auch an den entweder Mindestabstand halten oder eben auch an die Maskenpflicht. Und es gab einige, die mit den gelben Westen rumgelaufen sind und zu vielen Menschen hingegangen sind und es haben nicht alle die Maske aufgehabt. Also versteht mich nicht falsch, wenn ich so eine Organisation mache oder so einer Organisation angehöre, dann und ich predige den Leuten, die sich halt anschließen und auch dafür stehen, wofür die Demo steht oder wofür die demonstrieren, dann muss man sich auch selber dran halten. Und das haben einige nicht gemacht. Da muss ich sagen, Querdenken hin oder her, aber gegen so ein bisschen Maske tragen, also ich glaube, das fällt, sollte niemandem schwerfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist ja, was mein Vater zu Weihnachten mal gesagt hat, und zwar an die Leute, die meinen, die müssten, ich sage das mal aus der Ich-Perspektive. Ich bin zu Hause und ich habe dann einen Kollegen oder einen Freund oder wer auch immer, der kommt zu mir kommt mich besuchen und ist aber so einer, der sich den ganzen Gefahren überall absichtlich aussetzt und meint, ja, mir passiert sowieso nichts, blablabla, Corona kann mich am Arsch lecken. So, kann ja gut sein, dass dir auch nichts passiert und das ist alles wunderbar. Du kommst zu mir zu Besuch und mir geht's aber irgendwie schlecht oder ich habe vielleicht Angehörige zu Hause, die vielleicht Corona nicht bekommen sollten und damit setzt du mir oder setzt du mich oder meinen Angehörigen der Gefahr aus, nur weil, also ich mache jetzt die Du-Perspektive einfach allgemein an jemanden, der so denken würde, habe ich jetzt glaube ich nicht in meinem Umfeld, aber ich sage es jetzt einfach mal so, du setzt halt quasi mich zu Hause den Gefahren aus, dass ich mich anstecke oder meinen Angehörigen anstecke und der vielleicht daran hops gehen soll, also dann, also da hast du nichts mehr als in die Fresse verdient, ganz einfach, das ist Fakt.
ich weiß nur noch, wo ich direkt auf den Platz drauf gefahren bin und die ganz viele Polizei gesehen habe. Da musste ich erst, da habe ich erst gedacht, boah, was, warum ist denn jetzt hier so viel Polizei? Klar, es ist eine angemeldete Demonstration und aus den Medien kennt man auch, gerade aus Großstädten jetzt, wo zigtausende an so einer Demonstration teilnehmen, dass auch mal Sachen aus dem Ufer laufen oder nicht so geplant laufen, wie das abgesprochen ist und so. Habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so bedacht. Ich habe halt nur die paar Autos, die da standen, und das habt ihr jetzt ja auch selber gesehen, das waren jetzt auch nicht so viele und dann so viel Polizei. Ja, was aber, wofür die ganze Polizei natürlich auch da war, bei dem Autokorso fahren die in einer geschlossenen Kolonne. Das heißt, Verkehrsregeln sind quasi außer Kraft gesetzt, die Polizei begleitet die komplette Korso und sorgen dafür, dass kein Fremder sich in die Kolonne schleicht, also jetzt nicht unabsichtlich oder so, ne? Und dass auch die Ampeln frei sind, Kreuzungen, also die brauchen ja Blocker, so wie beim Motorradfahren, also bei Motorradclubs, wenn die große Ausfahrten machen, da hast du ja auch Blocker, die halt dafür sorgen, dass die Kolonne zusammenbleibt. Wenn du mehrere hundert Fahrzeuge bist, brauchst du es. Das ist einfach so. Und das haben sie dann quasi gemacht, und nicht um die Demo zu schikanieren oder sonst wie was, sondern um die Sicherheit zu gewährleisten. Und da muss man zu der Polizei auch ganz klar sagen, die machen ganz klar ihren Job. Die gucken, dass die Richtlinien eingehalten werden. Und keiner von denen war auch, ich bin ja drauf gefahren, habe auf, gut, man konnte mein Gesicht jetzt nicht sehen, ich habe ja ein schwarzes Visier, aber ich habe gegrüßt und die haben auch zurückgegrüßt. Also die waren auf jeden Fall freundlich und hat mir jetzt auch nicht den Anschein gemacht, dass die irgendwie mega angespannt waren oder so. Ich denke mal, weil die auch direkt von Anfang gesehen haben, oh, das ist eine überschaubare Truppe und das könnte gut gehen. Die müssen ja auch auf sich aufpassen. Man weiß, es ist ja teilweise auch so, zumindest kriegt man das in den Medien mit. Ob das echt so ist, weiß man nicht. Aber es gibt ja immer irgendwo einen Mensch, der Banane ist. So, du brauchst da jetzt nur einen Eierkopf dabei haben, der dieses Querdenken so extrem auslebt, dass er natürlich auch Gewalt gegen Gewalt gegen Polizei anwendet, nur weil er meint, ja, ihr Polizisten seid alle böse. Was da vorhin quasi zum Schluss auch gesagt wurde von diesem Mann am Mikrofon, der sagte, ja, die Polizisten haben ihren Eid quasi vergessen. Und die Polizisten müssen ihren Eid ablegen, dass sie halt die Bürger und den Staat schützen und so. Und blablabla, wieder Eid genau jetzt heißt oder was da alles drin ist, so genau weiß ich es nicht. Aber halt, dass sie uns schützen sollen. Und der hat das jetzt so ein bisschen ausgelegt, zumindest habe ich es so verstanden. Ob es jetzt tatsächlich so ist, darauf möchte ich mich jetzt nicht festlegen, dass die Polizisten quasi ihren Job nicht machen würden, sie wären Verräter an dem Volk sozusagen. Und das geht meiner Meinung nach ein bisschen schon an Hetze dran. Und das muss so nicht sein. Es gibt so viele Menschen, die sich dann von sowas beeinflussen lassen. Und dann, gerade wenn so viele Menschen auf einem Pulk sind, könnte der Ton ein bisschen umkippen und da kann ich dann schon verstehen, dass uns ein etwas größeres Polizeiaufgebot da ist. Ja, ich finde das alles ein sehr schwieriges Thema und ich finde auch alles scheiße, wie das gerade bei uns hier abläuft und was aber viele vergessen, dass wir nicht nur in Deutschland so leben, auf der ganzen Welt kämpfen wir mit der scheiß verkackten Pandemie, also mit und gegen Corona. Das ist nicht nur Deutschland. Was natürlich Deutschland vielleicht anders macht als manche andere Länder, ist halt die Politik in dieser Zeit. Ne, diese ganzen Maßnahmen. Damit bin ich auch nicht einverstanden. Und da waren auch einige Sachen und da lief auch Musik. Da denke ich, da kann ich mir nur am Kopf fassen. Gerade das Thema mit den Masken runter und blabiblub. Und das fühle ich überhaupt nicht so. Ja klar, mir gefällt halt auch nicht immer die scheiß Fotzenmaske da in mein Gesicht zu haben. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich fange mich langsam an aufzuregen darüber. Die dient aber doch nur für mich persönlich zum Schutz. So, und wenn ich muss die ja auch nur tragen, wenn ich in irgendein öffentliches Gebäude reingehe. Also sprich, ich gehe irgendwo einkaufen, ich gehe tanken und oder vielleicht in irgendeiner Einkaufsstraße, wo wirklich viele Menschen auch unterwegs sein können. Ansonsten, so wie der Fahrradfahrer jetzt eben, hier auf dem Feld, überall wo du draußen bist, in deinen privaten Räumen, in dein Auto oder sonst wo, musst du ja keine Maske tragen. Das ist ja, ne? Das ist ja Schwachsinn. Von daher
Also finde ich das gar nicht mal so schlimm. Klar, es ist nervig und ja, du musst immer gucken, dass du so ein blödes Ding dann dabei hast und so. Und, aber ansonsten ist es das doch schon gewesen. So. Aber die ganzen anderen Maßnahmen, dass jetzt der ganze Einzelhandel quasi geschlossen ist, Restaurants sind geschlossen und so weiter und so weiter und so weiter. Unsere ganze Industrie geht kaputt. Wir, bei mir auf der Arbeit, wir haben immer weniger Auftragslage. Es sind so viele zu Hause, Kurzarbeit und so. Das geht ja alles noch. Was ich aber noch beschissener finde, gerade die ganzen Betriebe und Läden und egal wer davon betroffen ist und jetzt gerade geschlossen hat, die meisten haben immer noch nicht die staatlichen finanziellen Hilfen zugeschickt bekommen. Seit Monaten nicht. Die müssen teilweise, es gehen so viele Läden pleite und das ist richtig scheiße. Der Staat ist komplett am Versagen. So, das geht gar nicht. Aber nur, weil das sind ja Tatsachen, das ist ja Fakt. Also die sind schon, die waren ja, ich habe ja mit keinem gesprochen, außer dem Motorradfahrer. Und der hat ja so ähnliche Meinungen. Ja, das Thema ist alles so sehr komplex. Und ich will da auch gar nicht so weit ausarten, weil dann müsste man demnächst auch, da müsste ich jetzt auch über Impfpflicht sprechen und wer lässt sich impfen und wer nicht. Und ja, ist ein bisschen komisch. Also Fakt ist, es gibt Leute, die sich Querdenker nennen und die stehen langsam auf und das werden auch immer mehr, ist auch so. Ob jetzt jeder in die Schublade in der Querdenker passt, nur weil er zum Beispiel sagt, ja, ich finde die Maßnahmen ein bisschen überzogen, aber trotzdem muss was gemacht werden, finde ich nicht. So jemand, finde ich, passt da nicht in diese Schublade rein. Die Polizei war da, es war ja auch, war jetzt nichts großartig irgendwie, wofür die jetzt sag ich mal, an den Pranger gestellt werden könnten. Zum Schluss hat er noch irgendwas gesagt, da der Typi da am Mikrofon, ja, die Polizei hat jetzt gesagt, selbst ein Auto müssen Masken getragen werden und blablabla, und wir halten uns nicht dran. Irgendwie sowas habe ich da verstanden. Ich habe aber nicht alles mitgekriegt, muss ich auch fairerweise sagen. Dann sind die auch alle losgefahren. Also dann hat der Autokurse schon stattgefunden und keiner hatte im Auto eine Maske an. Also dann hat er noch irgendwas gesagt mit, ja, wir haben dann gewonnen und so. Also ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die da viele Themen angeschnitten haben, aber nicht alles ins Detail ausgesprochen oder ausgeführt haben. Die haben dann ein paar Paragraphen da aufgezählt. Das ist ja alles Hand und Fuß. Es gelten ja Bestimmungen, gerade bei so einer Demonstration und gerade jetzt in dieser Zeit. Ja, sicherlich, ne? Auch, das ist auch unter Arbeitskollegen oder unter Freunden und Bekannten. Es gibt immer, auch ob es jetzt in der Politik ist, ob es beim Sport ist oder egal welches Thema, es gibt immer einen Teil an unterschiedlichen Ansichten und Meinungen. Und es gibt aber auch ganz viel, wo gemeinsam ist. Und man sollte sich nicht, finde ich, daran irgendwie zerstreiten oder dann nur die negativen Punkte, Aspekte dann irgendwie betrachten, sondern ein großes Gesamtpaket quasi daraus machen. Was leider heute so quasi ist, es gibt nur noch ja quasi schwarz und weiß oder links oder rechts, ne? Also es gibt keine, also ist das zumindest mein Auffinden oder mein Empfinden, dass es keine richtige goldene Mitte mehr gibt, so wie die vielleicht mal vorher war. Vielleicht habe ich es aber auch früher nie mitgekriegt, weil ich mich früher nicht so dafür interessiert habe wie jetzt aktuell. Ja, meine Großeltern haben gesagt, das hätte es früher nicht gegeben. Ich glaube, den Spruch kennt jeder, oder? Ich war auch erst mal überlegen, ob ich da heute überhaupt hinfahre und überhaupt ein Video draus mache. Weil das doch schon sehr, ja, ist schon sehr politisch und eigentlich will ich meinen Kanal gar nicht so politisch haben. So, aber man kann diese Situation nicht einfach sich wegdenken oder schönreden oder, naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil es betrifft uns alle und ich bin schon extrem kritisch und ich bin auch sehr kritisch über unsere ganzen Maßnahmen und das alles und ich bin aber nicht so, dass das so wie die Querdenker das jetzt sehen, habe ich jetzt ja auch schon gesagt. Ich denke, ja, wisst, was ich meine. Leute, wir kommen doch wieder raus aus der Pandemie und deswegen müssen wir uns alle nicht gegenseitig zerfleischen. Wir wollen doch alle mit unseren Freunden, Familien ein gesundes Leben führen können. Wir wollen alle arbeiten, also ich hoffe zumindest, dass wir alle arbeiten wollen. Und ja, ne? Und nur zusammen kommen wir da auch wieder raus. Und egal, ob es euch jetzt gut geht in der Corona-Zeit oder nicht so gut geht, versucht trotzdem euer Leben aufrecht zu leben, eure Hobbys ausleben zu können. Vergesst eure Träume nicht. Macht das, worauf ihr Bock habt, insofern das überhaupt möglich ist. Aber ne?
versucht, positiv zu denken, nicht in irgendwelchen Schubladen abzudriften, wo es dann nicht mehr so geil wird. Und ich hoffe, wir bleiben alle gesund und kommen schnell aus dieser Corona-Lage wieder raus. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Video, Leute, und haut rein. So, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Gas.